Herr Abgeordneter Stadler, Sie haben kurz vor Weihnachten eine neue Partei, die Reformkonservativen, die sogenannten REKOS, gegründet. Können Sie uns kurz erklären, wofür die REKOS stehen? Die zentralen vier Inhalte sind, dass wir uns zum Christentum bekennen, das heißt zu den christlichen Wurzeln Europas. Das ist die entscheidende tragende Säule dieses Kontinents in kultureller Hinsicht. Die zweite Basis ist, dass wir das christliche Abendland als solches schützen wollen. Das hat insbesondere im Zusammenhang mit der muslimischen Zuwanderung eine Bedeutung. Der dritte Punkt ist die Betonung der Bedeutung der Familie und letztlich der Schutz des Privateigentums, weil das das Fundament für die persönliche Freiheit des Einzelnen ist. Das sind die vier Hauptpfeiler. Und darum herum wird jetzt eine Programmatik errichtet. Es wird Ende Februar, am 22. Februar voraussichtlich, einen Programmparteitag geben, wo dann das Parteiprogramm, das auf diesen vier tragenden Elementen aufgebaut sein wird, beschlossen werden wird. Jetzt ist das europäische Projekt, sprich die Europäische Union, nicht in allem stringent christlich. Auch das Eigentum ist in gewisser Weise in Frage gestellt, wenn man sich die verschiedenen Haftungsregelungen der Staaten untereinander anschaut. Wie stehen die REKOS zu dem Projekt EU? Ja, man sieht ja bei der Europäischen Union, dass diese schon auf die Sparguthaben der Leute greifen wollen. Eine schleichende Enteignung ist ja schon dadurch im Gange, dass man Zinsen bekommt für seine Sparguthaben, die unter der Inflationsrate liegen. Das ist de facto eine Enteignung. Ja, und zwar schleichend. Da kann sich jeder ausrechnen, wann sozusagen seine Sparguthaben de facto aufgefressen sind. Und dann ist die Haftungsunion im Gange, wo jeder mit seinen Sparguthaben, die er bei der Bank hat, in einen riesigen europaweiten Haftungsverbund einbezogen wird, wo praktisch alle Sparguthaben für die Schulden der Schuldnerländer mithaften sollen. Das ist auch eine Form der schleichenden Enteignung. Ich würde mal sagen, das ist der Softsozialismus über die Hintertür, aber er ist sehr wirkungsvoll. Er kommt nicht mit dieser Blattheit und der Brutalität her, mit der die Kommunisten früher die Leute enteignet haben, sondern er kommt aus sehr samtenen Pfoten daher und der Marxismus sozusagen feiert fröhliche Urstände, aber so, dass die Menschen es zunächst einmal gar nicht merken. Jetzt sind die Umfragewerte europaweit so, dass die EU-kritischen Parteien an Stimmen gewinnen werden. Was erwarten Sie für Österreich? Ich bin überzeugt, dass die EU-kritischen politischen Gruppierungen alle an Bedeutung gewinnen werden, weil die Leute haben, um es trivial zu sagen, die Nase gestrichen voll, auch in Österreich. Sie finden in Österreich niemanden mehr, der freiwillig zugibt, dass er seinerzeit für den Beitritt zur Europäischen Union gestimmt hat. Die Enttäuschung über die EU ist sehr groß und sie nimmt zu. Die EU ist nicht in der Lage, die großen Probleme des Kontinents zu lösen, sondern konzentriert sich auf kleine Dinge, jetzt etwa wieder auf diese unsinnige Regelung, dass man in Zukunft Steuern zahlen muss für die Unterbringung seines Pferdes. Ja? Ich meine, da sieht man einmal, welche Lappalien diese sich völlig verselbstständigende Bürokratie, die hier das Sagen hat, welche Lappalien die regeln, aber die großen Probleme können sie nicht regeln. Das haben übrigens Bürokraten noch nie zustande gebracht. Ja? Etwa die Lösung der Finanzkrise, die Lösung der Problematik der Arbeitslosigkeit, die weiterhin steigt und die vor allem Jugendliche betrifft. Die Frage der Energiewende, dem Bankensektor europaweit Regeln vorzugeben, das würde alles Sinn machen. Da hätte man ja sozusagen ein Betätigungsfeld, wo man sagen kann, das macht Sinn. Wie es zum Beispiel Sinn gemacht hat, die Patente europaweit zu regeln. Das sind alles sinnvolle Geschichten, aber nicht mit irgendwelchen Kinkerlitzchen die Leute zu plagen, ihnen Bürokratie aufzubürden, aber die großen Probleme unangetastet und vor allem ungelöst zu lassen. Die politische Denkerin Hannah Arendt nennt Bürokratie auch die Herrschaft des Niemands. Welche Herrschaftsform ist gut für Europa? Bürokratie, die Herrschaft der Bürokratie war immer ein Kennzeichen sozialistischer Entwicklungen. Die Bürokratie der Sowjetunion war ja erstickend. Wenn man sich anschaut, welche Bürokratie etwa in den anderen kommunistischen Staaten entfaltet wurde, dann hat die ja alles getötet. Jede Privatinitiative, jede Idee ist in der Bürokratie erstickt worden. Und genau die gleiche Tendenz haben wir hier in der Europäischen Union, wo in diesem bürokratischen Apparat einfach alles erstickt wird. Aber was kann Politik leisten, damit sich der Einzelne entfalten kann? Das wäre dann leistbar, wenn die Kräfte, die gegen diesen bürokratischen Apparat und vor allem gegen dessen Verselbstständigung auftreten, gestärkt werden. Das würde bedeuten, dass man die Europäische Union herabschlanken muss, insbesondere bürokratisch verschlanken muss.
Ja? Das heißt also, die Europäische Union zu entschleunigen und zu verschlanken, heißt zunächst einmal einfach Bürokratie abzubauen. Ist übrigens eine Leistung, die auch der österreichische Staat noch erbringen muss. Wenn wir das Budget sanieren wollen, dann müssen wir mit der Bürokratie zurückfahren. Das heißt, die Normen und Regelungsdichte zurückfahren und die Apparate zurückfahren. Die Apparate haben nämlich die Tendenz, sich zu verselbstständigen und damit vom Bürger immer weiter entfernt zu sein. Sie werden nicht erleben, dass sich Bürokraten, Beamte einen Pfifferling darüber Gedanken machen, ob der Wähler mit dem, was sie machen, einverstanden ist oder nicht. Sie verselbstständigen sich. Und das Problem ist, dass wir mit der zunehmenden Unfähigkeit der Politiker eine immer größere Abhängigkeit der Politiker von den bürokratischen Apparaten haben. Wenn Sie sich die gegenwärtige Bundesregierung anschauen, das sind ja in der Masse lauter Nobodies, die von der Politik keine Ahnung haben zumeist nicht einmal ein Studium fertig haben, wie unser glorioser Außenminister, den wir uns leisten, dann ist der auf den bürokratischen Apparat angewiesen. Und der hat es sogar noch laut gesagt. Er hat gesagt, er hat zwar keine Ahnung vom Außenministerium, aber er hat so gute Beamte. Das heißt, er hat deklariert, in meinem Ministerium herrschen die Beamten. Und das ist leider hier in der Europäischen Union nicht anders. Der Außenminister sagte ja auch jüngst, er wird sich sehr viel von Steinmeier, dem deutschen Außenminister, abschauen. Was ist das für eine Tendenz, wenn ein konservativer Politiker sich an einem Sozialdemokraten orientiert? Also ich verwahre mich zunächst einmal dagegen, dass der Herr Kurz überhaupt ein Konservativer ist. Ich glaube, der hat überhaupt keine Gesinnung und passt damit hervorragend in die ÖVP. Die ÖVP ist eine Krämerpartei geworden, die überhaupt keine Gesinnung mehr hat. Und wenn der Außenminister und die Zukunftshoffnung der ÖVP, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja die personelle Zukunftshoffnung der ÖVP, wenn der erklärt, dass sein Vorbild ein Roter ist, ein deklarierter Roter ist, ich meine, das sagt über die Weltanschauungslosigkeit der ÖVP einfach alles aus. Immerhin ein Roter mit viel Erfahrung, kann man ja auch wiederum sagen. Das kann schon sein, aber ich würde nicht im Traum, nicht im Albtraum auf die Idee kommen, zu sagen, dass mein politisches Vorbild ein deklarierter Roter ist, dem nicht Marxismus genug in der Politik vorhanden sein kann. Zurück zu den Rekos. Der Spitzname der Reformkonservativen ist die rechte Alternative. Wie so ist der Begriff gemeint oder zu verstehen? Viele fragen sich, was ist die rechte Alternative? Also wir müssen einmal beginnen, diesen Begriff rechts zu entkriminalisieren. Das haben die Linken wirklich geschafft und die Feigheit der Bourgeoisie hat auch hier ein Schärflein dazu beigetragen, dass die Linken die Deutungshoheit haben, was rechts ist und ob rechts gut oder schlecht ist. Natürlich ist es aus der Sicht der Linken immer schlecht. Ja? Sodass also die sogenannte Mitte sich immer stärker an den Linken angepasst hat, anstatt darauf zu beharren, dass auch rechts ein legitimes, weltanschauliches Element des politischen Spektrums ist in einer pluralistischen Gesellschaft. Rechts bitte ist nicht rechtsradikal, rechts ist auch nicht böse, sondern rechts ist das, was das Eigentum und die individuelle Freiheit und die Bedeutung der Person und der Familie betont und den Staat zurückdrängen will. Genau das ist aber links. Und nachdem in Österreich sogar der Liberalismus in Wirklichkeit links ist, ja, ist diese Ideologie, dass der Staat besser, alles besser kann und die Familie und der Einzelne alles schlechter macht, ist leider zur tragenden Säule geworden der gesellschaftlichen Entwicklung und auch der weltanschaulichen Entwicklung. Deswegen trete ich mit Vehemenz für eine Entkriminalisierung von Rechts ein. Es ist nur bedauerlich, dass Rechts immer auch mit Strache verbunden wird. Ich muss aber dazu sagen, das ist ein schwerer Irrtum. Die FPÖ unter Strache ist eine linke Partei geworden. Für die FPÖ gilt die Formel, Blau ist gleich Rot minus Grün. Das ist de facto in Wirklichkeit eine rote Partei. Zahlenspiel, ja, Farbenspiel. Aber zum Begriff rechts zurück, woher kommt dieser Begriff historisch? Historisch kommt er aus dem englischen Parlamentarismus, weil von der Seite, vom Standpunkt des Speakers aus betrachtet, waren die Konservativen auf der rechten Seite und die Whigs, also die Liberalen, auf der linken Seite. Und daher ist diese Begriffszuordnung, diese Sitzgeografie entstanden. Heißt das auch, dass Sie den britischen Tories von heute verbunden sind? In gewisser Hinsicht ja. Die werden Gott sei Dank von der United Kingdom Independent Party, von UKIP, wieder auf rechte Positionen zurückgezwungen. Das ist gut so. Im Vergleich zur ÖVP ist das allerdings immer noch eine wirklich echte konservative rechte Partei. Die Partei unter Cameron wird von Nigel Farage wirklich gezwungen, wieder sich auf echte, patriotische, konservative und rechte Inhalte zu besinnen. Das ist für die englische Demokratie sehr, sehr heilsam. Wir können in einigen Punkten mit den britischen Konservativen durchaus gemeinsame
uns gemeinsame Vorstellungen entwickeln. Aber um bei der Begrifflichkeit rechts und links zu bleiben, jetzt sagte der bekennende Sozialist François Hollande, der Präsident von Frankreich, in einer Selbstbeschreibung, er sei sozial, reformist, realist, mais surtout patriot, also sozial, reformatorisch, realistisch, patriotisch. Also bis auf sozial würde ich fast alles übernehmen können, ja. Definition des Hollande ist nicht schlicht und einfach der Versuch, alles zu sein, um endlich wieder in den Meinungsumfragen nach vorne zu kommen, weil er nur mit seinen privaten Eskapaden derzeit in den Schlagzeilen ist.